Florian Tonka, parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Die Steuerschätzungen sind jetzt offiziell. Es ist wohl ein Loch von 30 Milliarden im Haushalt, laut Finanzminister Christian Lindner. Bedroht das jetzt die Stabilität innerhalb der Bundesregierung? Wir haben erwartet, dass sich die Steuereinnahmen etwa so entwickeln, wie sie sich entwickeln. Sie sind ja immer noch, sie werden immer noch steigen. Sie steigen Jahr für Jahr. Sie werden 2025 erstmals über einer Billion liegen. Also es ist ja nicht so, dass die Steuereinnahmen wegbrechen. Sie steigen weiter. Aber die Ausgaben des Staates, die steigen eben auch sehr dynamisch. Das sind Zinsausgaben durch die Zinswende, durch die deutlich gestiegenen Zinsen. Die treffen den Bund sehr, sehr hart. Aber auch Sozialausgaben, vor allem durch die Inflation, müssen viele Leistungen angepasst werden. Es sind auch neue Leistungen beschlossen worden in den letzten Jahren. Und deswegen wird die Schere einfach zu groß. Und das ist eine riesige Herausforderung. Es ist aber nach einer Krise auch normal, dass gespart werden muss, dass konsolidiert werden muss. Das ist in jeder Kommune so, das ist in den Bundesländern so, das ist im Bund natürlich nicht anders. Und das muss jetzt geleistet werden, damit wir uns dann in den nächsten Jahren auch wieder neue Projekte erlauben können und leisten können. Aber jetzt erstmal ist nicht die Zeit dafür, sich großartig neue Dinge zu überlegen, sondern erstmal den Haushalt in Ordnung zu bringen. Das bedeutet, wer muss sparen am Ende des Tages? Ja, es werden alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt werden müssen. Es wird auch natürlich darum gehen, Subventionen in Frage zu stellen, Einsparbeiträge in vielen Bereichen zu erbringen. Darüber muss die Bundesregierung jetzt miteinander sprechen. Das wird auch nicht mit ein oder zwei Maßnahmen getan sein, sondern das wird umfangreicher. Und trotzdem ist es ein Gebot der Vernunft, denn man kann nun mal nach einer Krise nicht einfach so tun, als könne man dauerhaft so hohe Neuverschuldung zulassen wie in der Krise, sondern nach der Krise muss das Haus wieder aufgeräumt werden und das bedeutet eben runter von der hohen Neuverschuldung. Jetzt möchte man vielleicht sagen, dass wir uns immer noch in einer Krise befinden in manchen Bereichen, gerade wenn es jetzt um den Ukraine-Krieg geht. Da verlangt jetzt Verteidigungsminister Boris Pistorius mehr Geld für die Bundeswehr. Gleichzeitig beobachtet man, dass in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut lebt in Deutschland. Könnte man auch sagen, eine Krise in sich. Wer muss dann jetzt einstecken? Die Verteidigung oder die Kinder? Die beiden Beispiele, die Sie nennen, Verteidigung, aber auch die Situation der Kinder, sind ja Daueraufgaben. Das sind keine Aufgaben, die man nur ein Jahr oder zwei Jahre machen muss, wie bei den Corona-Hilfen zum Beispiel oder bei den Hilfen bei den Energiepreisen, wo man klar sagen konnte, dass eine kurze Zeit, wo sehr viel Geld gebraucht wird. Das, was Sie ansprechen, sind klassische staatliche Daueraufgaben und die müssen auch einfach dauerhaft aus dem finanziert werden, was unsere Volkswirtschaft aufbringt. Und das ist ja nicht wenig. Die Einnahmen sind hoch und deswegen muss es gelingen, diese Aufgaben mit dem, was dem Staat von den Bürgern zur Verfügung gestellt wird, zu bezahlen und zwar Jahr für Jahr. Und damit kann man sicher nicht rechtfertigen, jetzt jedes Jahr neue hohe Schulden zu machen. Denn wir lernen ja gerade, die Schulden kosten auch Geld. Wir hätten viel, viel weniger Sorgen, hätten wir aus der Vergangenheit weniger Schulden und deswegen ist das keine Lösung. Und nun darf man bitte nicht gegeneinander stellen, das gegen das und vor allem Militär gegen Kinder. Das finde ich, ist eine wirklich verkürzte Zuschreibung. Wir tun ja auch schon sehr viel im Sozialbereich. Es ist mit Abstand der größte Ausgabenposten im Bundeshaushalt, sind die Sozialausgaben. Mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts wird ja für Soziales ausgegeben. Also wir sind ein großer Sozialstaat. Aber es ist schon auch so, das muss man ehrlicherweise sagen, dass wir den jetzt in der Phase nicht einfach grenzenlos weiter ausbauen können, sondern erstmal wieder gucken müssen, wie wir die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit stabilisieren. Und das muss man eben schon sehen, ohne wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist am Ende auch ein Sozialstaat nicht bezahlbar. Das hängt miteinander zusammen. Jetzt treffen sich die Länder, also die Staatenchefs in einer Woche, glaube ich, in Reykjavik zum Europarat, wo auch besprochen wird, wie man der Ukraine weiterhin, wie man sie weiterhin unterstützen kann. Wird Deutschland in dieser finanziellen Situation in der Lage sein können, weiterhin finanziell Hilfe zu leisten? Kann sich die Ukraine da auf Deutschland verlassen? Die Ukraine konnte sich schon bisher auf Deutschland verlassen. Wir waren ein Land, das sich wirklich sehr stark dafür engagiert hat, dass die Europäische Union hilft. Die Hilfe für die Ukraine wird vor allem auf Ebene der Europäischen Union organisiert, durch gepoolte Kredite, die die EU der Ukraine zur Verfügung stellt, sogenannte Makrofinanzhilfe, so heißt das. Aber eben auch die USA und die anderen G7-Staaten, die großen Industrieländer, bringen alle ihren Anteil dafür, dass die Ukraine weiterhin zahlungsfähig bleibt, dass dort weiterhin Schulen
betrieben werden können, dass die Verwaltung weiter funktioniert, der Staat weiter existieren kann, Krankenhäuser und vieles andere. Und das tun wir. Deutschland hat aber über das hinaus, was die Europäische Union macht, der Ukraine letztes Jahr einen Zuschuss von 1 Milliarde Euro gegeben. Das hat kein anderes europäisches Land gemacht. Also wir haben eher mehr getan. Und wir sind sehr, sehr dafür, dass wir über die europäische Ebene tatsächlich auch der Ukraine gemeinsam weitere Hilfe zukommen lassen. Jetzt hat Finanzminister Lindner vor einer Weile gesagt, dass der Staat muss lernen, mit dem Geld auszukommen, was er hat. Wenn es aber jetzt wirklich so ist, dass nächstes Jahr sind Wahlen in den USA, wir wissen nicht, wie es weitergeht dort. Eventuell muss Deutschland mehr leisten als ursprünglich vorgesehen vielleicht. Sehen Sie da die Möglichkeit, dass die Schuldenbremse ausgesetzt wird oder es weitere Sondervermögen geben wird für die Ukraine? Die Schuldenbremse kann ja nicht beliebig ausgesetzt werden, sondern das erfordert eine unmittelbare Notlage, also eine unvorhergesehene Katastrophensituation oder andere schwere Situation. Die Schuldenbremse kann in normalen Zeiten nicht ausgesetzt werden. Und eine Notlage wird nach übereinstimmender Einschätzung von auch den meisten Finanzexperten dieses Jahr nicht mehr gesehen, spätestens nächstes Jahr aber wirklich nicht mehr gesehen. Auch die Europäische Union erlaubt dann kein Abweichen mehr von den europäischen Haushaltsregeln. Also da sind wir in sehr, sehr guter Gesellschaft und das heißt, die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Ist eine Regel unserer Verfassung, da kann man auch nicht sagen, will ich oder will ich nicht, man muss es einhalten. Und das ist die Maßgabe. Und in dem Rahmen können Haushalte aufgestellt werden. Geld ist an sich sehr viel da. Man muss auch sagen, die sogenannte Steuerquote, also der Anteil der Steuereinnahmen an der Wirtschaftsleistung, ist so hoch wie noch nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Es geht sehr viel Geld in die Kasse rein und wir werden in Deutschland auch wieder verstehen müssen, dass wir mit dem, was reinkommt in die Kasse, klarkommen müssen. So ist das in jedem privaten Haushalt, so ist das auch in jedem staatlichen Haushalt. Die Länder haben längst Überschüsse, die Kommunen haben statistisch gesehen im Durchschnitt auch Überschüsse mit großen Unterschieden, aber sie haben auch Überschüsse. Nur der Bund ist immer noch sehr, sehr tief in den roten Zahlen und das werden wir ändern und auch ändern müssen. Jetzt, wenn man auf die Europäische Union blickt, die EU-Perspektive mal auf Deutschland wirft, die EU sieht auch und redet immer wieder von großen Herausforderungen, es muss investiert werden. Und dann kommt quasi aus Deutschland, wir haben aber nur so viel Geld, wie wir haben und wir werden auch unsere Schuldenbremse nicht aussetzen. Wirft das nicht ein schlechtes Bild auf Deutschland? Warum sollte das ein schlechtes Bild auf Deutschland werfen? Es ist überall so in Europa, dass gespart werden muss. Wenn Sie sich mal anschauen, was die französische Regierung gerade macht, nicht nur in der Rentenpolitik, sondern jetzt auch im Haushalt, diese Woche vorgestellt ein Sparpaket. Es ist vollkommen normal, dass man nach einer Krise sparen muss und ich habe auch jetzt niemanden gehört, der das an Deutschland speziell kritisiert. Es ist eine Frage von Realismus, dass wir uns mal von der Idee verabschieden, dass man jedes Problem nur mit Geld lösen kann. Und gerade die Investitionen sind ein gutes Beispiel, denn die wahren Investitionsbremsen liegen doch nicht darin, dass der Finanzminister zu geizig ist. Wir haben im letzten Jahr 2022 gar nicht alle Investitionsmittel im Bundeshaushalt ausgegeben. Warum nicht? Weil Planungsverfahren zu lange dauern, weil wir die Fachkräfte nicht haben, weil wir die Materialien nicht haben. Das bedeutet, Sie können Investitionsmittel im Haushalt nochmal deutlich nach oben schrauben. Das steht dann auf dem Papier. Solange wir andere Probleme nicht lösen, weshalb nichts umgesetzt wird in Deutschland, werden wir am Ende nicht mehr realisiert bekommen. Und ganz ähnlich ist es ja auch im Privatsektor, der übrigens viel, viel wichtiger ist für die Transformation als der Staat. 90% der Investitionen finden im Privatsektor statt, finden in Unternehmen statt. Die brauchen gute Finanzierungsbedingungen, die brauchen einen leistungsfähigen Finanzmarkt, leistungsfähigen Kapitalmarkt, der auch neue unternehmerische Ideen finanzieren kann. Und da findet 90% der Transformation am Ende auch statt. Das sind so viele Stellschrauben, die wir nutzen können, ohne dass wir uns deswegen höher verschulden müssen. Aus dem Finanzministerium wünscht man sich eventuell auch mehr Unterstützung, finanzielle Unterstützung aus anderen EU-Ländern? Wer beteiligt sich zum Beispiel vielleicht nicht ausreichend an den Kosten oder an der Unterstützung zur Ukraine? Ich will jetzt keine einzelnen Länder nennen. Jedenfalls ist es so, dass wir bei der finanziellen Unterstützung der Ukraine über die Europäische Union handeln. Und das stellt dann auch sicher, dass wirklich alle Mitgliedstaaten den richtigen Beitrag, nämlich den ihrer Größe, ihrer Wirtschaftskraft entsprechenden Beitrag leisten, dass es da kein Gefeilsche gibt, wer mehr, wer weniger macht. Aber wir haben natürlich auch außerhalb der Europäischen Union Länder, die mehr tun könnten oder wo ich manchmal auch denke, es dauert ein bisschen lange, bis die Zusagen kommen.
Und darüber sprechen wir mit unseren Partnern, weil es in der Tat, glaube ich, für uns alle wichtig ist, dass die Ukraine, die nichts kann für diesen Krieg, die vollkommen ohne eigenes Verschulden und unprovoziert in diese schlimme Situation gebracht worden ist, jetzt die Chance bekommt, eben auch ihr Staatswesen weiter aufrechtzuerhalten. Florian Tonka, parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, vielen Dank. Dankeschön.